Moin zusammen und herzlich willkommen zu einem Video. Heute gibt es mal LS19. Ich habe ein neues Projekt vor. Ich drehe mich gleich um im Game. Und dann zeige ich euch mal den Hof. Jetzt. So, wir sind hier auf dem Drei-Ständer-Map. Ich kann auch das Ding direkt mal aufmachen. Hab's selber noch ein bisschen schöner gemacht, also ein bisschen mehr Pflanzen, ein paar Sachen habe ich noch hingemacht, ein paar Fahrzeuge stehen hier noch rum, die ich selbst hingetan habe, hingefahren habe, selbst so gemacht habe, dass mir es passt. Ich kann euch direkt mal schnell den Hof, okay, lol, ja, weiter geht's. ich fange direkt mal an, da vorne einfach der Wagen, hier ist das Haus. Hier sind Fahrzeuge da und da. Dann haben wir hier einen Schweinestall. Dann haben wir eine Lagerhalle. Dann haben wir Hühner, was ich auf jeden Fall reinholen möchte. Nochmal zwei Lagerplätze für Fahrzeuge. Haben wir unser Hofsilo, ist sogar noch was drin. Hier haben wir noch Saatmaschine. Ich möchte auch langsam, das heißt mit schlechteren Sachen beginnen und dann mich immer weiter nach immer besser werden. Also halt erstmal jetzt so okay Fahrzeuge benutzen, so die so ein bisschen älter sind, aber trotzdem noch gut sind in der Landwirtschaft, aber so langsam immer neuere und bessere Fahrzeuge kaufen, bis ich an dem Punkt bin. Ja. Ich werde auch den Hof irgendwann mal ausbauen. Das heißt, der Hof wird so bleiben und dann kommen irgendwelche Sachen noch links oder rechts irgendwo hin. Das wird sich aber noch zeigen. Wenn ihr Bock habt auf dieses Projekt, gibt oben in Infobox. Ja, ich habe Bock auf das Projekt und nein, ich habe keinen Bock auf das Projekt. Ist mir meine ehrliche Meinung. Ist mir wichtig, wenn ihr sehr ehrlich seid. Hier sagen wir, habe ich erstmal ein Fan. Bisschen älterer Fan Favorite 816, der bessere, und habe ich noch einen kleinen Case International 14.000, wahrscheinlich 14.000 1450 XL mit Original, ja, Dings. Okay, gut, dann sind wir direkt hier beim dem hier. FMT ist ein etwas älterer Mähdrescher. Wie schon gesagt, ich möchte ja von klein auf anfangen und dann mich immer verbessern, also immer besser werden und auch Fahrzeuge teurer und bessere Fahrzeuge kaufen. Erstmal habe ich hier den schlechtesten Mähdrescher, der auch direkt am Anfang dabei war. Ja, auch einer, das hier weiter mehr Technik und so weiter und so fort. Das kann ich euch alles noch in Schritten erklären, wenn ihr möchtet. Dann habe ich hier, ja, das ist einfach nur so, sieht halt schön aus, finde ich. Hat halt so einen kaputten Hof irgendwas zu tun. Ist ja egal. Ja, hier haben wir noch Ballentechnik. Hier müsste eigentlich nichts drin sein. Nein, hier müsste, ja, hier ist noch ein Ladewagen. Auch nicht der beste, aber ein schön sauberer Ladewagen. Ich weiß, ich mache das eigentlich. Ich möchte einfach schnell das Video haben, um euch schnell das hochzuladen, dass ihr so schnell wie es geht auch liken könnt, abonnieren. Okay, das ist nicht auch wichtig, aber mir ist wichtiger, dass ihr oben schnell die Infokarte anklicken könnt, dass ich schnell sagen kann, ja, ihr habt Bock auf das Ding, wenn nicht, dann nicht. Das ist mir ziemlich wichtig. Hier haben wir wieder mehr Technik. Werde ich euch alles noch erklären. Hier haben wir einen Kuhstall, der etwas älter ist. Das ist ja, okay, etwas älter nicht. Er ist ziemlich alt und ziemlich runtergekommen. Den ich irgendwann auch ausbaue. Oder halt woanders einen neuen Kuhstall hinbauen und hier einfach das kaputt machen lasse oder so. Keine Ahnung. Feldfläche haben wir auch direkt am Anfang schon dabei. Einmal 8 und einmal 7 habe ich hier dabei. Wenn ihr es genau wissen möchtet, noch ich spiele mit dem Lenkrad, also nicht mit Controller
hier gerade, ja, L1 und L3, weil die meisten Leute mögen das nicht oder gucken nicht gern zu, wenn jemand einen auf der PS3 LS19 spielt. Ich finde es mir aufnehmen ein bisschen schlechter, aber fürs Allgemein, fürs Video ist ganz okay. Also, so zum Aufnehmen. Ist klar, PC immer besser, könnt ihr mir nicht sagen. Ja, ich spiele mit dem Lenkrad. Wenn ihr wollt, dass ich mal ein Video drüber macht, schreibt's rein. Wie ich an die Infokarte. Nein, gebt ein Like. Sagen wir mal, 5 Likes. Dann zeige ich einfach mein Lenkrad. Habe ich noch einen Schuppen hingemacht, dass es nur ein bisschen schöner aussieht. Ja, das war's eigentlich von diesem Video. Ich möchte in diesem Video eigentlich gar nicht viel machen. Mache ich auch gar nicht. Ich möchte einfach nur sagen, die Fahrzeuge wollte ich kurz zeigen. Was hier möglich ist, habe ich auch ungefähr gemacht. Ich stelle mich da auch jetzt zu verabschieden vom Video. Im Video. Im Video. Oben in der Infocard könnt ihr gern gucken, wie ihr möchtet. Macht, was ihr wollt. Nein, das auch nicht. Aber schreibt bitte ja oder nein. Das ist mir wichtig. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!